mich erst richtig auf! Oh Mann, nicht jetzt! Oh, sorry. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Wo ist der Bösewicht? So sehr ich unser Duett auch genieße, ich hab noch Termine. Und ich war schon immer ein Solo-Künstler. Wäre der Bass nur tiefer, dann müsste ich dich nicht hören. Ich habe mein Deck gehörig aufgemotzt, Bursche. Ja, freu dich doch. Dein Krach wird eine riesige Lawine auslösen. Das ist das Ziel meines Auftritts. Bens Uhr ist aus und laut Dezibel hat ein Hoverboard. Oh, gar nicht gut. Was können wir von hier oben tun? Nur hoffen, dass Ben nicht voreilig handelt. Du hattest als Käfer schon keine Chance. Als kleiner Junge bist du geliefert. Ach ja? Nein! War das schon alles? Denn die Show muss weitergehen. Alles klar, Dezibel. Mir brennt es schon unter den Nägeln. Gleich geht es heiß her. Oh nein, nicht Inferno. Feuer wäre ein Fehler. Er braucht einen anderen Alien. Aber wie sage ich es ihm? Ach ja, das Echo. Ganz sachte. Overflow. Gwen? Na komm, Ben, vertrau mir. Dann vertraue ich ihr jetzt einfach mal. Hey, Lord Dezibel! Wollen wir doch mal sehen, wer hier die größere Welle schlägt? Du wagst es, mich zum Duell herauszufordern? Das ist dein Untergang! Hört her, Schneefreunde! Meine Show ist bald vorbei, also ist eure Zeit fast abgelaufen! Ich gebe euch einen Vorgeschmack auf das, was passiert, wenn meine Forderungen nicht erfüllt werden! Oh oh, ein noch größeres Problem! Der Schnee gibt nach. Nichts wie weg hier. Wohin denn? Bergab. Die Lawine rollt zu schnell. Dein altes Zeug gefiel mir besser. Gwen? Opa Max? Rette dich lieber selbst. Nein, das kann ich nicht zulassen. Ich war noch nicht beim Crescendo. Pass auf, Opa Max! Was hat er vor? Eine Rampe aus Eis. Du kratzt wie eine Plattennadel, du Wasserballon. Aber ich habe versprochen, es krachen zu lassen. Und ich enttäusche meine Fans nie. Oh Mann, das war echt anstrengend, die Wand zu bauen. Moment mal, keine Wand, eine Schanze. Daran muss auch Gwen gedacht haben. Oh nein! Also das nenne ich mal einen Hörsturz. Ben, du hast mir ja vertraut. Gelegentlich hast du auch mal recht, aber das bedeutet nicht viel. Nein, das bedeutet gar nichts. Seid ihr bereit für meine Zugabe? Oh-oh. Nicht jetzt. Anscheinend hat Hasenohr doch was drauf. Weiß hier jemand den Weg zur Skischule?